Star Wars Battle von 2 Story Kampagnen halt. Wir sind in diesen Wolkenstadt-Spielereien. Ja, Wolkenstadtwagen halt. Ja. Setzen Sie Vektor auf Abfangkurs. Wahrscheinlich eine Lieferung, aber wir können nichts riskieren. Verstanden, Kommando. Okay, was ist das? Ja. Okay. Oh, der macht sogar. Entweder die Dinger haben scheiß. Haben scheiß Schilde bis gar keine. Oder. Der Wolkenstadtwagen macht keine Lieferung. 1-2. Alle Einheiten zu mir. Wolkenstadtwagen auf Punkt 032. Schieß ihn ab. 1-2, Schiff stoppen. Wir verlieren Treibstoffzellen. Unsere Flotte braucht das Körnergas. Ich gebe mir Mühe, aber erst schnell. Wow. Okay. Guter Schuss. Ich zerstöre mal ganz kurz ein paar der TIE-Jäger oder. Ja. Nee, okay, es sind aber. Ja, okay. Zwei TIE-Jäger können ja schon mal drauf gehen. So. Hier wird nicht mehr getankt. Nach der Betankung feuern, sonst geht die ganze Raffinerie hoch. Tun Sie was. Aber wenn wir verfehlen und die Treibstoffzellen treffen, sterben wir alle. Dann zielen Sie. Oh, bitte ziehen Sie daneben. Oh, shit. Hoffentlich gibt es aber auch in vollen Order wieder so ein genau so ein Flugsystem, weil mir gefiel das Flugsystem aus Battlefront 1, also eigentlich Battlefront 3, aber ihr wisst, was ich meine. Mir gefiel das Flugsystem von Battlefront 1 gar nicht. Von Battlefront 2 fand ich das richtig nice und eigentlich hat man Battlefront 2 auch extremst gut gemacht. Und ich hoffe, das gibt es dann auch in vollen Order. So. Wir haben Infos über eine verlassene imperiale Fabrik auf Sallust. Admiral Versio plant, Waffen aus einem Depot dort zu holen. Wir werden zuerst dort sein. Ich habe um Hilfe gebeten, damit es klappt. Triff, Sie werden mit Lando Calrissian auf dem Boden sein. Sichern Sie die Waffen und dann holen wir sie ab. Was auch geschieht, mein Vater darf diese Waffen nicht bekommen. Jupp. Ach, Sallust. Du hast ein mieses Gefühl bei der Sache. Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Admiral Versios Leute durften nicht hier sein. Wir sollten uns von Aiden abholen lassen. Ach was, es ist ein Stoßdruck. Das schaffen wir. Und was, wenn nicht? Turbo Laser, ziemlich viel Verteidigung für ein Verlandungswaffenlager. Ich wollte eigentlich nur Gesellschaft, aber siehe da. Taktische Analyse. Ich bitte Sie. Ich kenne mich auf Sallust aus. Habe immerhin damals bei der Befreiungsaktion geholfen. Das erklärt, warum das Imperium noch da ist. Ach, guck mal, die Anzüge der hier Kommandeure sind hier hitzeabweisend. Da sieht, die sieht man nur den Kopf, weil der nicht geschützt ist. Nur den sieht man durch ein hier Wärmesignaturvisier. Insgesamt mag ich, die Mission vom Prinzip her eigentlich nicht, weil das Ende ist ein bisschen blöd, das werdet ihr aber ja später sehen.
aber ja, alle tot. Folgen Sie mir bitte. Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Ja, ja. Blöd. Wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Steigen Sie ins Cockpit. Das ist auch witzig. Hey, würden Sie bitte... Ihr Umhang ist im Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr Fuß. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Und wir stehen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, wird einfach nie etwas nach da. Ja, das ist das Hauptterminal. Dort können wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ach, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Oh Mann. Da werden wir so ein Glück. Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom an. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Bereich sichern, okay. Dann schieße ich halt die Leute über den Haufen. Von Weg ein Stoßtrupp. Nagelt sie fest! Wir holen uns Soldat! Ah, es kann auch sein, dass da ein paar mehrere sind, aber. Damit wären wir schon fertig. Damit wären wir nicht fertig. Jetzt erinnere ich mich an die Mission. Ich bin hier mehr als einmal gestorben früher. Achtung, feindlicher schwerer Schütze! Ist meine Granate. Hier sind noch Leute, das weiß ich. Ich hasse Scharfschützen. Boah, da ist er. Der miese. Ich glaube, das war gar kein Typ da. Hallo. Sorry, falsche Tür. Du bist weg und jetzt kann ich hoch. Guten Morgen und tschüss und tschüss. Das Cockpit erinnert mich voll an das aus hier den Laden abschalten. Nice. Das ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Energie abschalten, okay. Und zwar... erinnert mich dieses Cupcake vollkommen... Oh. Jetzt sind hier wieder Leute. Vollkommen an ein Cupcake aus Fallout. Da musste ich ein paar Zins töten, aber naja. Ist eine andere Geschichte mal wieder.
Boah, was für Pussys. So, beide tot. Aber ehrlich gesagt braucht man das, Visier auch extremst für diese Mission. Von eigentlich wollte ich heute Multiplayer aufnehmen, aber irgendwie sind die Server offline oder ich kann nicht auf die Server zugreifen, das ist ganz komisch. Und wie geht's dir so? Diese Lavapumpen sind genau das. Katastrophale Überflutungen. Ach. Nochmal zu Ihrem Plan. Ich arbeite dran. Was es auch sein wird, es wäre schön, wenn wir dabei nicht draufgehen. So, mal sehen, was das hier macht. Das System sabotieren, das ist wo? Hier, ne? Ja. Alter! Problem gelöst! Problem gelöst? Wir werden hier im Lava schwimmen. Shit. Die Tür geht hier auch nicht. Oh doch, okay. Aber hier kommen Leute raus, aber... Das ist nicht wichtig. Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava. Was ist mit den Waffen? Einen will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später. Diese Waffen sind nichts für sie, Gary. Oh, wir haben keine Zeit. Sturmtruppler, ihr könnt doch auch lieber flüchten. Komm, ich renne jetzt durch. Ich habe keinen Bock, hier zu sterben. Gerade erst gespawnt, nice. Kann ich hier was machen? Nein. Kann ich hier unten etwas machen? Nope. Wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Ja, das sind ganz schön viele Wenn. Deswegen, weil die Lava steigt ja auch wirklich, ne? Also, ich bin schon mehr als einmal dran gestorben und das ist nicht angenehm. Lava ist ein bisschen zu warm, finde ich. Ah, ich habe keine Zeit für sowas. Ich auch nicht. So kann man es auch machen. Sollte reichen. So. Raus hier. Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Oh, das war knapp. Hören Sie, ich gehe hier enorme Risiken ein. Schwef, ich könnte dich küssen. Ach, ich muss da unten rein. Ich dachte, ich muss hier oben. Da, und jetzt wird's wieder cool, weil... Wer, wann... Wie oft fährt man in ein AT-ST, ne? Das ist bestimmt lustig.
Ja, okay, vielleicht in Story-Mode, aber selbst da fahre ich sehr selten AT-STs. Ein lächerlicher Mann mit Umhang. Das trifft es eigentlich sogar ganz schön gut. Los doch! Tempo, Calrissian! Der Vulkan wird ausbrechen, stimmt's? Ach, sagen Sie es mir nicht. Ich lasse mich überraschen. Der Vulkan wird ausbrechen? Oh, okay, es ist wirklich ein Vulkan. Habe ich gar nicht bemerkt. Ich dachte, bei der Planet ist ja insgesamt eigentlich nur ein Haufen Lava. Dass der einfach nur so, dass die Lava da rausschwillt. Aber da, wenn das auch noch ein Vulkan ist, Aber jetzt gerade erinnere ich mich wieder, das ist ja so eine ähnliche Map, gab es ja auch in Dingsbums. In Star Wars hier Battlefront hier 3. Da gab es ja auch eine Map, die auf Solos. Die mochte ich richtig, die fand ich richtig schön. Oh, du lebst sogar noch. So. Natürlich. Nein, nicht mit mir. Nicht mit mir. Wenn das Ding nicht fliegen kann, sind wir am Ende. Ja, okay. Oh. Heiße Angelegenheit. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Danke. Sterbe ich hier, wenn ich vor, dass sie auch sterben hier. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Ja. Verdammt, sind das viele. Der, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Schiff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Okay, das ist gut. Ach. Der Henne Gok-Droide. So Leute, aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Hoffen, euch hat es gefallen, Leute. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.